bin ich vielleicht krankgeschrieben, vielleicht ist das eine Sache. Dann müssen Arztbesuche weiterhin kostenlos sein. Habe ich nur einen Schnupfen und ein bisschen Kopfweh? Aber da ist genau das Problem. Ein Arztbesuch ist nie kostenlos. Das kann die Solidargemeinschaft auch aushalten. Nein, halt sie nicht aus. Du bist der Meinung, das Gesundheitssystem ist quasi alles umsonst, muss auch so bleiben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Skifahren und dass du dann richtig schön draufzahlst. Gerne, danke. Es ist ein brisanter Vorstoß und er betrifft 70 Millionen Bundesbürger. Der Freiburger Ökonom Bernd Raffelhüschen fordert, dass Kassenpatienten in Deutschland künftig bis zu 2.000 Euro beim Arztbesuch selbst bezahlen sollen. Betroffen sind Raucher, Skifahrer, Übergewichtige, die Fakten. Die Kosten im Gesundheitssystem laufen aus dem Ruder. Um 10 bis 20 Milliarden Euro steigen die Ausgaben im Jahr. Woher soll das Geld kommen? Gesundheitsexperte Professor Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg schlägt deshalb vor, Kassenpatienten sollen künftig einen Teil der Arzt- und Klinikkosten aus eigener Tasche bezahlen. 1.500 bis 2.000 Euro pro Jahr. Auch Raucher, Übergewichtige und Risikosportler sollen an Folgen ihres Lebensstils extra beteiligt werden. Bei mir ist jetzt Frank Ochse, unser Sparfox. Das Thema Selbstbeteiligung, Frank, ich finde es gut, aber ich glaube, du hast eine ganz andere Meinung. Ja, aber meint er das denn ernst? Wie soll das denn gehen? 2.000 Euro? Ich stelle mir da gerade einen Rentner vor, der bekommt eine Rechnung und vorher war für ihn alles für lau und jetzt soll er dafür Geld bezahlen? Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Für lau ist es im Gesundheitswesen ja nicht und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt, um den es geht. Die Kosten explodieren. Ungefähr 10 bis 20 Milliarden Euro wird das gesamte System jedes Jahr teurer. Und auch der Rentner zahlt in diesem Jahr den höchsten Beitragssatz aller Zeiten. Und wir werden in den nächsten Jahren noch mehr Rentner haben als heute und zu wenig junge Leute. Das heißt, das System wird immer, immer teurer. Und da sagt jetzt Bernd Raffelhüschen, wir müssen irgendetwas tun, um ein bisschen Kostendruck herauszunehmen. Deswegen sagt er, nicht einfach nur zum Arzt gehen, sondern ein bisschen selbst bezahlen. Das heißt also, dann sinken die Beiträge. Das ist ja da erstmal gut. Oder muss ich dann schauen, ja, ich bin Raucher, ich bin Skifahrer und insofern wird es für mich jetzt noch teurer. Also ich verstehe das nicht. Wo sind denn da die Grenzen? Klar ist ja zurzeit im Gesundheitssystem, wenn du dich gesund verhältst, gesund ernährst, dann hast du so gut wie gar keinen Bonus. Und es gibt aber viele Menschen, die sich eben nicht gesund ernähren. Und die Frage ist ja auch, warum soll beispielsweise eine Rentnerin denn eigentlich mit ihren Beiträgen den Skiunfall eines Millionärs bezahlen, falls der in der gesetzlichen Krankenversicherung ist? Gibt ja gar keinen Grund. Also eine Rentnerin, die sich ihr ganzes Leben lang relativ gesund ernährt hat, die muss im Zweifel auch gar nicht so häufig zum Arzt gehen. Und deswegen ist natürlich in diesem Thema, ein bisschen was aus eigener Tasche zu bezahlen, durchaus auch ein Gerechtigkeitsaspekt zu sehen. Ich sehe das total anders. Das ist doch eine Solidargemeinschaft. Und es ist ja nicht so, dass jeder, der auf die Skipiste geht, der muss sofort stationär mehrere Wochen in die Klinik. Da passieren natürlich Unfälle, das ist klar. Ich habe es auch noch mal mir angeschaut. Tatsächlich, Fußball ist praktisch der Risikosport Nummer eins. Aber wo sind wir denn dann, wenn jetzt alle Kreisliga-Fußballer mehr bezahlen müssen? Das ist doch total gaga. Und wo beginnt denn dieser Risikosport? Ist es schon das Kicken auf dem Bolzplatz? Ist da schon Risikosport? Oder muss ich in einem Verein organisiert sein? Aber was wäre jetzt die Alternative? Wir haben immer höhere Kosten. Und wir müssen das System ja irgendwie finanzieren. Das kann ja nur dann, also das weniger Netto, was die Menschen haben, das bleibt dann ja. Und was genau wäre jetzt der Vorschlag, um Kostendruck aus dem System zu nehmen? Also ich finde, es ist wichtig, dass man vielleicht bei den Leistungen ein wenig abschichtet. Aber natürlich, wir reden ja hier über Verletzungen, wir reden ja über Schmerzen. Und wenn am Ende vielleicht, ich sage, ich habe einen Schnupfen oder so, dann finde ich dann, okay, ja, muss ich wegen eines Schnupfens wirklich zum Arzt. Aber hier haben wir Schmerzen, da kannst du nicht gehen, dann bist du krankgeschrieben. Und dann soll ich dafür bezahlen? Das ist doch totaler Wahnsinn. Also eine weitere Forderung von Bernd Raffelhüschen ist ja, dass jeder Patient eine Rechnung bekommt, wenn er beim Arzt gewesen ist, um genau zu sehen, was hat eigentlich dieser Besuch gekostet. Und wir sehen ja, dass die Deutschen im internationalen Vergleich relativ häufig zum Arzt gehen. Im Schnitt ungefähr 10-mal pro Jahr. Und das ist ungefähr 50% häufiger als im OECD-Durchschnitt. Und das stellen wir schon fest. Es gibt offenbar einen Anreiz, zum Arzt zu gehen, beziehungsweise offenbar ist der Arztbesuch attraktiv. Und jetzt ist die Frage, das verursacht am Ende Kosten. Wie kriegen wir ein bisschen diesen Kostendruck, den wir sehen, aus dem System? Und da war die Praxisgebühr aus meiner Sicht eine gute Lösung, das zu machen. Hat die Arztbesuche ja auch gesenkt. Die ist so wieder abgeschafft. Und jetzt ist die Frage, müssen einige, die besonders ungesund leben beispielsweise oder risikoreich leben, für mögliche Folgeschäden, die es dann gibt, eigentlich selbst aufkommen?
Aber was wird passieren? Ich halte das für hochsolidarisch übrigens. Ich halte das für hochsolidarisch, denn es bestraft nicht denjenigen, der besonders gesund lebt und der auch vielleicht risikoarm lebt, sondern es führt dazu, dass diejenigen, die mehr Risiko im Leben suchen, auch für diese Kosten des Risikos aufkommen müssen. Und das halte ich für hochsolidarisch und ich sehe das völlig anders als du. Das ist keine Entsolidarisierung, sondern es ist eigentlich eine soziale Komponente. Die Frage ist, vollkommen richtig, was machen wir mit Menschen, die gar nicht so viel Einkommen haben, die Geringverdiener sind, Stützeempfänger, Rentner beispielsweise? Und da sagt Bernd Raffelhüschen, muss es einen Sozialausgleich geben aus dem Bundeshaushalt. Und das ist natürlich absolut gerechtfertigt, denn 2000 Euro im Jahr zu bezahlen bei einer Rente von 1500 Euro, das geht natürlich nicht. Aber sieh doch mal, Fußballer, ich bin auch Fußballer, du spielst auch Fußball. Ich glaube, das ist das kleinste Problem. Ja, aber die Bundesbürger lieben Fußball auf dem Bolzplatz. Und soll ich jetzt sagen, das ist jetzt ein Risikosport? Wie wird es denn dann sein? Ich hole mir beim Aufwärmen irgendeine Dehnung oder eine Zerrung und sage dann, nee, ich gehe nicht zum Arzt, ich humpel dann irgendwie zur Arbeit, weil ich mehr Geld sparen will. Aber das kann doch nicht die Lösung sein. Genau, und was ist die Lösung dann aus deiner Sicht? Wie kriegen wir die Kosten aus dem System? Habe ich wirklich Schmerzen? Ist mein Leben massiv beeinflusst? Bin ich vielleicht krankgeschrieben? Vielleicht ist das eine Sache. Dann müssen Arztbesuche weiterhin kostenlos sein. Habe ich nur einen Schnupfen und ein bisschen Kopfweh? Aber da ist genau das Problem. Ein Arztbesuch ist nie kostenlos. Ein Arzt rechnet mit der Krankenkasse ab. Das ist der große Irrtum in diesem System bei uns in Deutschland, dass jeder glaubt, zum Arzt zu gehen, ist kostenlos. Das führt dazu, dass die Deutschen, wie gesagt, im Schnitt 10-mal im Jahr zum Arzt gehen. In anderen Ländern ist es viel weniger. Das führt auch dazu, dass bei kleinen Wehwehchen schon ein Rettungswagen bestellt wird. Der Rettungswagen kostet im Einsatz ungefähr 1000 Euro. Das zahlt aber dann nicht die Person selbst, sondern die Krankenkasse. Wenn man selbst mit dem Taxi ins Krankenhaus fahren würde beispielsweise, oder zum Arzt, dann würde man aus eigener Tasche 30 Euro zahlen. Da gibt es ein Ungleichgewicht. Also man denkt, ich hole mir lieber den Rettungswagen, weil das ja für mich umsonst ist. Fehler, den Rettungswagen zahlen alle anderen mit ihren Beiträgen. Und darum geht es, in dem System eher dafür zu sorgen, zu sagen, es ist für dich günstiger, bei einem kleinen Wehwehchen mit dem Taxi zu fahren, das kostet nämlich nur 30 Euro, als wenn du beispielsweise 50% oder 20% des Rettungswageneinsatzes selbst bezahlen müsstest, dann wärst du nämlich bei 200 Euro. Und das ist eine Abschichtung, die man vornehmen sollte. Und ich glaube, die ist in diesem System alles andere als falsch, sondern absolut angebracht. Jan, ich finde, das ist doch ein kluger Gedanke. Aber stell dir doch mal wirklich vor, den Sozialhilfeempfänger, die alleinerziehende Mutti. Weiß die genau, was kostet jetzt das Taxi und fahre ich dann besser mit dem Taxi? Ich nehme doch das, was ich vielleicht auch gewohnt bin. Und ich bin auch der Meinung, das kann die Solidargemeinschaft auch aushalten. Nein, hält sie nicht aus. Doch, Es hält sie nicht aus, weil wir sehen ja, die Kostensteigerung wird immer größer. Und wir sehen das, und das wird nachher jeder, ob Rentner oder Beschäftigter, am Ende auf seinem Lohnzettel spüren, dass die Beiträge für die gesetzlichen Krankenkassen immer weiter steigen werden. Nach Prognosen von Bernd Raffelhüschen in den nächsten 10 Jahren, 12 Jahren, also bis 2035, um noch mal ungefähr ein Drittel. Das heißt, das, was du netto von deinem Lohn oder von der Rente hast, wird noch weiter schrumpfen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Man lässt das zu und sagt, es ist mir völlig egal, ob der Beitrag zur gesetzlichen Krankenkasse, der aktuell bei 16,2 im Schnitt liegt, dann bei 22% liegt. Kann man ja machen, das ist also ungefähr noch mal ein Drittel obendrauf. Oder ob man sagt, wir machen das anders, wir versuchen den Beitragssatz einigermaßen zu deckeln, dass er nur noch langsamer steigt und sagen dafür aber einige, die ins Risiko gehen und sich ungesund verhalten, die sollen dafür selbst aus eigener Tasche etwas mehr bezahlen. Wenn wir beide ein Autorennen machen würden auf dem Kudamm, was verboten ist, das kommt noch hinzu, dann nehmen wir ein Autorennen auf der Autobahn, wir fahren beide mit 180 und brettern wie die Wildsäue über diese Autobahn und mein Auto würde es zerlegen, weil ich da einfach zu unvorsichtig fahre. Würdest du auf die Idee kommen zu sagen, jetzt ersetze ich dir aber dein Auto, weil du zu schnell gefahren bist? Würde jeder doch zu Recht sagen, das Auto, das hat er sich selbst eingebrockt, diesen Unfall, ist selbst schuld, der Schäfer soll selbst bezahlen. Und genau um diesen Punkt geht es. Aber das ist doch genau die Sache. Wie kann ich denn herausfinden, was ist jetzt illegal? Bleiben wir zum Beispiel im alltäglichen Leben. Machen wir wirklich mal den Praxischeck. Ein Handwerker, ein Maler vielleicht, der malt und verletzt sich, fällt vielleicht von der Leiter runter. Ist denn der Malerberuf dann schon ein Risikoberuf? Oder wirklich auch das andere? Wir reden doch gar nicht über Drachenflieger und so. Das ist halt, da passiert auch weniger, als man denkt. Weil wenn was passiert, berichten wir drüber. Also es kann doch nicht sein, dass jeder Drachenflieger
Drachenflieger ist ein Risikosport, ist klar. Aber du sagst immer, es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Das Problem, was wir haben, ich beschreibe es gerne nochmal, ist, dass die Kosten explodieren. Und jetzt ist ja nur die Frage, wie kriegen wir den Kosten noch etwas raus? Und da kann man natürlich mit vielen, vielen Beispielen kommen. Und deswegen soll es ja auch einen Deckel geben. Der Deckel soll liegen, sagt Bernd Raffelhüschen, bei 1.500 bis 2.000 Euro pro Jahr. Und es soll einen Sozialausgleich geben für diejenigen, die sich das nicht leisten können. Aber die andere Frage ist ja, wenn du die 2.000 Euro nicht bezahlst, bezahlst du sie möglicherweise oder eher noch mehr dadurch, dass du weniger netto hast. Dass dir im Monat dann vielleicht 300 Euro zusätzlich abgebucht werden von deinem Konto, weil der Kassenbeitrag steigt. Und dann bist du im Jahr plötzlich bei 3.000 Euro mehr Kosten. Da kann es sein, dass diese 1.500 oder 2.000 Euro Selbstbehalt viel, viel günstiger sind. Also du bist ja offenbar ein schlauer Rechner und das kann ich auch verstehen. So, aber gucken wir uns doch mal das normale Leben an letztlich. Also gehe ich da nicht mehr zum Arzt sage ich mir, nee, ich mach's nicht mehr. Ich schränke mich ein, weil die Arztkosten so gestiegen sind. Ich bin nicht mehr frei in meinem Leben. Ich muss halt rechnen, gehe ich jetzt zum Skifahren, dann kostet mich das und das. Oder wenn ich mich wirklich auf der Straße verletze, muss ich nachweisen. Nein, das ist jetzt kein Risikosport gewesen. Frank, wir kommen da nicht zusammen. Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu streiten. Klar ist, du bist der Meinung, das Gesundheitssystem ist quasi alles umsonst. Muss auch so bleiben. Das Gegenteil ist der Fall. Aber da kommen wir nicht zusammen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Skifahren und dass du dann richtig schön draufzahlst. Gerne, danke. Ich nehme dich mit. Wurden Sie abgezockt oder reingelegt? Das ist also eine Verzehnfachung. Das kann nicht wahr sein. Jetzt melden. Unsere Reporter kümmern sich um Ihren Fall. Vielen Dank. Bild kämpft für Sie.